Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen schön zu Let's Play DayZ. Wie geil, Junge! Genau dann! Junge, hör auf, du heulst ja fast! Ich hab 'ne Sniper gefunden! Im Krankenhaus, Alter! Fucking Krankenhaus! Fuck yeah, hammergeil, ja? Junge, wie die hier drin liegt. Wie die einfach nur da drin liegt, hier in meinem Fach. Und ich hatte im vorherigen Pack sogar Munition für die gefunden. Ich hab 2 Schuss mit der. Der kleine Wichser, Alter, der findet immer als erstes die Knarren. Endgeil, genau dann hat sie gesagt, dass ja. Hallo, liebe Leute, genau dann sehe ich dir die Knarren rumliegen. Junge. Alter, ist irgendwas mit der Verbindung gerade mit Skype oder so? Ich höre dich wieder schlecht. Kann sein. Junge, in Krankenhäusern findet man so abartig viele geile Waffen. Ja, Junge, ich habe gerade einen Scheißbatzen gefunden. So, machen wir das dann mal so. Junge. Weg und nehmen die neue. Verarschen? Ich habe jetzt eine Spring Hunter Pad. Badly damaged. Was hast du gefunden? Alter, ich hab schon wieder... Alter... Was hast du gefunden? Ich hab schon wieder ein Medikit gefunden, Alter. Ich brauch kein Medikit, ich brauch was Verdammtes zu essen. Ich hab hier voll die First-Aid-Ausrüstung. Ich hab ein Defi, voll viel Racks. Und ich hab ne Sniper. Ah, die sind badly damaged, die kann ich auch eigentlich wegwerfen. Sniper, voll viel zu trinken. Ne Summer-Hunter-Pants, ne? Die leg ich mal hier hin, das leg ich auch mal hier hin. Ich habe übrigens Munition, weiß aber nicht, ob die sind. Noch 2 Sniper-Schüsse. Jawohl, Junge. Was geht bei dir ab? Ja, Mann, ich setz mich jetzt hier gleich aufs Dach hin und Sniper alle weg, die hier vorbeikommen. Klar. Aber du musst dich ankündigen, das ist ein Schuss. Junge, man hört dich gerade richtig schlecht. Ja, sehen, genau. Bist du irgendwie weg vom Mikro oder so, man hört dich mega schlecht. Ich bin genau vor meinem Mikro. Ja, ich hab was zu essen. Ja, ich hab 'ne Sniper. Nice. Ich weiß, mit der kann ich alles wegsnatcheln. Oh Mann, Alter, ich vergesse noch jedes Teil den Timer zu stellen. Toll. So. Okay, eine Etage. Eine Etage hier habe ich noch nicht begutachtet. Junge, nimm doch die Axt in die Hand. Mein Gott, ne. Ich bin hydrated, aber geil, hungry. Ich knarre, wie die Sniper da unten in meinem Inventar liegt. Junge, übertreib's nicht. Junge, Christian, das... halb Orgasmus dabei. Junge, das ist endgeil. Endgeil einfach nur. Mitten genau vor der Aufnahme kommt die Sniper. Ja, du Lacker. Was haben wir da? Ein hübsches White, aber die ist damaged. Alter, ich weiß nicht, wo ich hier noch reingehen soll, ganz ehrlich. Junge, ganz ehrlich, es ist eigentlich so unlogisch, dass man in Krankenhäusern Knarren findet. Nicht wirklich, in der Zombie-Apokalypse. Ja, auch wieder wahr. Was liegt hier? Hauptsache, da wird nichts angezeigt. Ey, wir sind doch, als wir nach Tscherno gegangen sind. Ach Junge, pack doch das Ding weg. Als wir nach Tscherno gegangen sind, dann von der Feuerwehrwache aus diese Straße hochgelaufen, ne? Kann das sein? Wo auch dann diese Fabrik war. Kann sein, ja, keine Ahnung. Dürfte, ja, muss eigentlich. So, ich guck mich jetzt nochmal auf der anderen Seite. Ich komm jetzt nämlich nach Tscherno, weil Elektro ist komplett leer gelootet. Okay. Ich schau nochmal hier auf dem Fabrikgelände. Da ist jetzt sicherlich gleich wieder ein Zombie. Ich sehe mir jetzt die andere Seite des Krankenhauses an. Vielleicht finde ich da noch eine Knarre. Jo, da ist ein Zombie. Oh, ein Messer. Kitchen Knife. Was sind das denn für schöne Schückes? Na, die sind nur... Alter, geht der Zombie hey, nochmal tot? Ich hab noch einen Motorradhelm, der ist grün. Nee, ich behalte meinen schicken blauen. Alter. Was? Der geht aber nicht gerade schnell tot mit der Basie.
Nicht? Nein. Scheiße. So jetzt, ungefähr 5-6 Schläge hat er gebraucht oder mehr. Gott sei Dank habe ich ja eine Axt. Wenigstens blute ich nicht, Alter, ich bin immer noch hungry. Aber ich habe noch einen schönen Screenshot geschossen. Okay, wie machen wir das? Ich mache hier die Tür zu, ich gehe jetzt mal eben aufs Dach vom Krankenhaus und guck nach, ob ich da irgendeinen sehe mit der Sniper. Und wenn ja, versuche ich den wegzuschnetzeln, aber ich warte erstmal dann, bis der stehen bleibt. Mach. Mal gucken, ob es hier in diesen Fabrikgeländen und Häusern noch irgendwas gibt. Die sind nämlich noch zu, wie es aussieht. Vielleicht finden wir ja hier etwas, meine lieben Freunde. Vielleicht auch nicht. Genau. Okay, hier ist die Leiter. Mann! Was? Ich hab ne Shotgun gefunden! Sauber! Mit Munition? Nein, leider ohne. Oder? Oh, ein Zombie! Ein Zombie! Raus hier! Oh, ich hab jetzt gerade die Sniper. Oh. Jo. Alter! Junge, wie geil sieht denn bitte schon die Sniper aus? Na gut, die hat kein besonderes Visier an, aber... Wie geil sieht denn bitte schon die Sniper aus? Ey, ich kann keinen erkennen. Oh, das nehme ich jetzt als Screenshot, auch wenn ich einfach keine Muni habe. Ja, ist klar. Genau dann, wenn man eine Sniper hat und auf dem Dach von einem Gebäude steht, genau dann komm ist her, du Mistgestalt. Kein Schwein. Klar, ich sag ja, kaum da, wo nichts alles leer gelootet ist, finde ich eine Knarre. Oh, Junge, hätte ich jetzt noch meinen alten Rucksack, da hätte ich Pumpgun-Shells. Das Geile ist ja, ich kann die Sniper auch so benutzen. Oder nee, ich... Junge, stirb endlich, du Mistgestalt. Ich lieber die Knarre aus. Hauptsache, ich habe jetzt schon eine Knarre und eine Sniper-Pistole. Ich muss jetzt nur noch mehr Munition für die Sniper finden und so ein Magazin für die Knarre, dann bin ich besser. Dann habe ich die volle Sniper-Ausstattung. Ich habe die Pumpgun, die Sarazar hatte. Sauber. Du brauchst jetzt noch Munition. Ich geh noch mal ins Haus rein. Ich konnte ja nicht fertig gucken wegen diesem Affenzombie. Jo. Vielleicht habe ich Glück und find dort etwas. Wo ich habe ja Munition, aber nee, die passt in Leben nicht in die Pumpgun. Okay, ich bin jetzt aus dem Gebäude raus. Schade, Alter. Ich hatte 2 Snaploader für die Pumpgun. Na, vielleicht habe ich ja Glück und ich finde hier irgendwo Munition noch im Raum. Ich habe auch 2 Snaploader mit Munition, aber nicht für die Pumpgun, oder? Nee, für die Sniper. Scheiße. Halt mal Augen offen. Mach ich. Oh, wenn du hier bist, müssen wir dann zum Airfield. Ich dachte erst, das wäre eine Axt und dann liegt da mal eben so die fette Schrot. Ja, das sieht man. Es lohnt sich immer genau nachzusehen. Alter, bis ich wieder da bin, kann dauern. Aber sag nicht. Oh nee, da steht schon wieder ein Zombie. Leck mich doch am Sack. So, ich nehme mal wieder die Axt in die Hand. Oh, Junge, liegt ein Kompass. Ich dachte, das wäre eine Dose Thunfisch oder sowas. Schade. Ja, klar, komm, nehme ich die Axt in die Hand. Plötzlich hakt's wieder. Alter, ich finde jetzt zwar trinken, aber nichts zu essen. Ist blöd. Egal, ich knüppeln wir die jetzt mal eben rein hier. Mach. In diese ganzen einzelnen Gebäude reinzugehen, nützt nichts. Also hier die schon, die sind noch nicht leer gelootet, deswegen. Ja. Und die sind direkt an, so einer direkt an so einem Fabrikgelände, nahe der Hauptstraße. Ah, schade, hier liegt nichts mehr. Boah, wie das aussieht, mein Charakter, so mit der fetten Schrot hinten und dem Baseballschläger rechts oben. Oh, wie das aussieht, mein Charakter mit der fetten Jacke in der Hand, dem Motorradhelm auf dem Kopf, dem Rucksack hinten, dann auch die Axt in der Hand und die Sniper links neben dem Rucksack. Boah, jetzt hätte ich noch den Cowboy-Hut haben müssen, dann hätte ich richtig ausgesehen wie Rick von The Walking Dead. Jawohl. Aber egal. Motorradhelm schützt ein bisschen mehr. Nee, schade, ich glaube, das Krankenhaus war das große Sehenswerte hier. Schade, dass hier noch nicht noch mal eine Feuerwache ist.
Alter, ich brauche Munition, bitte. Ich will Muni haben. Und die verschwende ich da noch nicht. Also soll ich dir gleich mal entgegenkommen? Ja, kannst du von mir aus machen, aber ich bin immer noch da, fast in Elektro drin selber. Ja, ja, okay. Ey, schon wieder Feuerholz. Was wollen die mir hier für Scheißsachen andrehen? Alter, wo muss ich denn jetzt hin? Warte, bin ich jetzt wieder nach Elektro rein, oder? Hä, wo bin ich denn jetzt hingerannt? Ach so, ja, wieder etwas rein in Elektro. Komm mal langsam zu mir, ich kümmere mich nur noch um dieses Haus hier und komm dann gegen. Ja, warte, ich will ja auch noch mal die Häuser checken, die sind noch alle zu. Seil, badly damaged. Ist da was zu essen oder wieder blödes Tape? Oh, Junge, das ist Tape, leck mich am Arsch. Ich hab einen Schulrucksack gefunden. Hab ich auch. Was ist das? Weapon Cleaning Kit. Die Sniper ist in Ordnung. Und was ist mit der Knarre? Auch. Boah, Junge, Feuerholz, dein Ernst? Ja, ja, hab ich auch. Die ganze Zeit über. Was für ein Scheiß sollen wir bitte schon mit Feuerholz machen? Ich hab so eine Lampe gefunden, aber die brauche ich eh nicht. So eine Waffenlampe? Nein, so eine Art, die man sich so in den Kopf tun kann, glaube ich. Ja, ist klar. Was? Du findest nichts zu essen, ich aber schon. Ich hab Thunfisch. Junge, ich hab nur einmal Thunfisch gefunden bis jetzt, aber der macht einen ja nicht satt. So, ich esse jetzt noch mal ein bisschen. Junge, stattdessen finde ich Spraydosen. Leck mich doch an Gartentürchen. Und ein Wasserkocher. So. Hinten in die Häuser gehe ich aber jetzt nochmal rein. Sauber, Junge, wie ich ausgestattet bin. Ja, hier war ich schon drin. Das hier wollte ich ausprobieren. Oh, da ist ein Zombie, ich schleiche mich mal an dem vorbei. Ach, schade. Ich kann die Taschenlampe auch nicht an den. Ich kann die Taschenlampe nicht an die Knarre dran machen und auch nicht an den Sniper. Ich weiß. Warum kann man die überhaupt dran machen? Weiß ich selber nicht. Scheiße. Kitchen Knife. Ja, ich habe einen größeren Rucksack gefunden. Danke. Gut. Ich habe immer noch einen kleinen Rucksack, glaube ich. So, den Defi nehme ich wieder mit. Ja, ja, ich habe immer noch einen kleinen Rucksack. Die Bandagen nehme ich noch mit und immer den Schulrucksack. Ja, ja. Ich habe schon. Nein, nicht den Schulrucksack, das ist so ein Talon Backpack. Ja, den habe ich auch, aber der ist größer als der scheiß Schulrucksack, immerhin. Ja, ja. So, jetzt habe ich viel mehr Platz zumindest schon mal. Das ist gut. Okay, ich komme dir jetzt mal entgegen, ja? Ja, du weißt aber, in welche Richtung du rennen musst. Ich dass du falsch rennst, ne? Nein, ich renne in die Richtung, aus der wir gekommen sind. Okay, gut. Jawohl, bei mir läuft das Spiel gerade super flüssig. Ja, eine Pepsi, wenigstens etwas. Hast du gehört? Ja, ist gut. Ich weiß, Hauptsache ich sehe das Spiel die ganze Zeit schwarz-weiß und hab voll die abgefahrenen geilen Sachen. Eine Sonnenbrille. Gut. Eine Designer-Sunglasses. Ich habe Rocket Elevators. Komm, ist nur noch was zu essen? Ja, was zu essen. Was trennt uns eigentlich noch voneinander? Ne, oder? Was? Ne. Was? Echt? Sag bitte, bitte. Was? Ja, bitte, ich hab die Schrotmuni gefunden. Jawoll! So muss das sein. Junge, jetzt noch finden, komm mir jetzt mal sofort entgegen, Junge. Wenn wir uns jetzt finden, ich mit der Sniper, du mit der Shotgun, Junge. Oh, einfach mal so richtig badass, Alter. Ja, ja. Ich komm dir jetzt entgegen, ne? Warum nimmt er die Karre nicht mehr? Was trennt uns denn voneinander? Oh, und mit diesem schönen Fund beenden wir die Folge. Jawohl, ciao Leute, wir sehen uns das nächste Mal bei Daisy. Yo, haut rein.